Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rocordi mit mir, dem Chris. Und zwar heute mal was anderes, ein Unboxing. Ich habe meine erste Loot Chest bekommen, wie ihr seht. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was jetzt drin ist. Das ist die Januarkiste. Ich habe das jetzt erstmal für 6 Monate bestellt. Also ich kriege jetzt jeden Monat eine Kiste zugesendet mit irgendeinem Gaming-Stuff oder irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Und ja. So. Guck mal doch mal, was da so drin ist. Was ist das? Okay, ich sehe schon. Das scheint ein Poster zu sein. Und ich weiß auch schon von was. Gucken wir es doch mal an. Ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht ausrollen, weil das zu groß ist. Aber... What the fuck ist das groß? Das kann man gar nicht zeigen jetzt. Das ist auf jeden Fall CP... wie heißt der nochmal von Star Wars, dieser Typ? Oder ist das ein Klonkrieger? Ja, das ist ein Klonkrieger. Ihr seht es. Ziemlich groß... Oder ist das überhaupt einer? Keine Ahnung. Ein Star Wars Poster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Werde ich zwar trotzdem nicht aufhängen, aber... Naja. Ist ja die erste Loot Chest. Mal gucken, was da noch so drin ist. So, wieder zusammenrollen hier. Ja, erstmal zur Seite werfen. So, jetzt habe ich hier so ein Handbuch, Loot Chest Januar. Ne, das will ich jetzt nicht angucken. Nicht, dass ich gespoilert werde oder so. Eine Minecraft-Karte, ein Sticker. Irgendein Minecraft-Sticker. Bringt's total. Oh, der ist erst ab 3 Jahren, das darf ich noch gar nicht haben. Leute, was ist das denn? Das ist irgendwie so Brausepulver oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ihr seht es. Irgendwas komisches. Ich dachte, da ist irgendwas cooles drin. Egal. Ja, ich bin auf das T-Shirt gespannt, weil jeden Monat ist irgendein anderes T-Shirt drin. Oh, was ist das? Was ist das? Irgendwas von Game of Thrones? Wenn mir irgendwer sagen kann, was das ist, dann wäre das ganz cool. Da steht auch nichts drauf oder so, also... Ja... Ich glaube, ich mache das einfach mal kurz auf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Jetzt kriege ich den Scheiß nicht auf, weil da so ein Scheiß, weil da so eine scheiß Folie drum ist. Das dauert immer ewig. Alter. Ich will es jetzt nicht kaputt machen. Boah, Junge. Okay, ich muss das Messer dazu nehmen. Wo habe ich das jetzt hingelegt? Okay, da unten. Ich nehme einfach mal so ein scheiß Messer, womit ich eben gegessen habe. Scheiß drauf. Junge! Jetzt habe ich's. Okay, passt schon. Ey, das geht immer noch nicht. Okay, jetzt doch. Okay, jetzt habe ich's. Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Man kann irgendwas rausnehmen. Ach so! Das sind Tassen- oder Flaschenuntersetzer. Das ist ja natürlich ganz nice. Da steht Game of Thrones einmal drauf. Irgend so ein komischer, was weiß ich. Noch ein Drache. Und noch irgendwas. Ja, irgendwas von Game of Thrones. Ja, sage ich jetzt mal nichts zu. Okay, was ist hier noch? Dr. Wu. Irgendeine Figur von Dr. Wu, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Ich guck mal rein. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Plastik und eine Figur. Was ist? Kann mir jemand sagen, was das ist? Ich habe keine Ahnung. Ja. Guter Stuff auf jeden Fall, der da hier drin ist. Noch irgendwas? Was ist das? Skynet? Cardholder. Okay. Da kann ich irgendwas reinmachen. Irgendwelche Karten oder so. Okay. Und jetzt kommt das T-Shirt. Das ist auch das letzte, was hier drin ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Junge, Alter. Ich werf hier alles um.
Naja. Erstmal die scheiß Kiste hier wegmachen. Ey. Boah. Bisschen eng hier, aber. Alter. Warte mal, irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Ich weiß nicht woher. Das kommt aus irgendeinem Game, oder? Fight for Columbia. Kann mir wer sagen, aus welcher Serie oder aus welchem Game das ist? Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Ja, ihr seht es nicht ganz jetzt wegen dem Tisch, aber ihr seht ja ein bisschen was. Also das Logo seht ihr auf jeden Fall. Ja, das war die erste Loot Chest. Das T-Shirt sieht ganz cool aus. Ich weiß jetzt nicht, woher das ist. Der andere Stuff war nicht gerade so geil. Was war da noch bei? Doch, das Brausepulver ist geil. Das brauche ich auf jeden Fall noch. Werde ich mir erstmal durch die Nase ziehen. Und ja. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Loot-Test oder in irgendeinem anderen Video. Und ja. Ich würde sagen, bis dann. Ciao, Leute.